Das Verpackungssystem Impac verpackt und schützt Rahmen und andere Gegenstände mit einer transparenten PVC-Schrumpffolie. Schauen wir uns schnell den Vorgang an und gehen dann zur detaillierten Beschreibung des Systems über. Das System besteht aus folgenden Bestandteilen: Basis mit zwei Walzen zum Abrollen der Folienrolle, metallischer Folientrennzylinder, Gehäuse mit Transformator, Schweißstab, Warmluftgenerator, Unterlage aus thermoisolierendem Material. Setzen wir uns nun mit der Funktion jedes einzelnen Elementes auseinander. Die Basis besteht aus zwei Walzen zu 85 cm, die die Folienrolle zum Abrollen aufnehmen. Der Metallzylinder trennt die zwei Teile der PVC-Schrumpffolie während des Abrollens. Die doppelte Folie hat nämlich einen gefalteten Rand. Dieses Gehäuse enthält den Transformator, der an einer Steckdose angeschlossen wird. Der Schweißstab ist 1 Meter lang. Im unteren Teil des Stabes befindet sich ein Widerstandsfaden, der mit einem speziellen isolierenden dielektrischen Band, das heißt ohne elektrische Leitfähigkeit, geschützt ist. Durch das Erwärmen des Widerstandsfadens wird die Folie geschweißt. Der Luftgenerator sieht wie ein normaler Haarföhn aus, ist allerdings viel leistungsstärker. Er ist von der Maschine unabhängig und wird an einer normalen Steckdose angeschlossen. Der 35 x 95 cm große Teppich aus thermoisolierendem Material dient als Unterlage für den Schweißstab und der PVC-Folie während des Schweißvorganges. Er besteht aus einem Material, das wärmeunempfindlich ist und nicht an der PVC-Folie haftet. Schauen wir uns nun im Detail die Funktion des Systems an. Als erstes muss die Maschine eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten dauert es 10 Sekunden, bis der Widerstand im Schweißstab erwärmt ist. Dann ist die Maschine einsatzbereit. Entrollen Sie die PVC-Folie auf dem Isolierteppich, indem Sie sie durch den Trennzylinder führen. Legen Sie den Schweißstab auf die Folie auf und drücken Sie den Schalter. Eine Leuchte zeigt an, dass der Stab in Betrieb ist. Heben Sie das Folienstück, das aus dem Schweißstab herauskommt, und trennen Sie es ab. Nun ist das Ende der Folie geschweißt und Sie können fortfahren. Heben Sie einen Rand der Folie auf und führen Sie den Gegenstand hinein, indem Sie ihn ganz hineinschieben. Legen Sie den Schweißstab über den Gegenstand auf, in diesem Fall einen Rahmen, und indem Sie den Schalter drücken, üben Sie einen leichten Druck aus. Die Folie ist somit geschweißt. Heben Sie den Rahmen auf und trennen Sie die Folie. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten des Rahmens. Jetzt muss der Warmluftgenerator eingesetzt werden. Schalten Sie ihn mit dem entsprechenden Schalter ein und fahren Sie damit über den Rücken des Rahmens von den äußeren Seiten aus zur Mitte. Drehen Sie den Rahmen um und wiederholen Sie den Vorgang. Probieren wir nun den Schweißvorgang auf einem Kunstdruck mit Passepartout aus. Probieren wir es mit einem größeren Gegenstand aus. Es ist auch möglich, dickere Gegenstände einzuschweißen, wie zum Beispiel dieser Reinigungsmittelbehälter.
Sie können auch Folienreste aus vergangenen Vorgängen verwenden. Hier wird zum Beispiel ein Rest zum Einschweißen von einer kleinen Schachtel verwendet. Die Schrumpffolienrollen sind, wie Sie in diesem Schema sehen, in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Länge der Rollen ist 600 Meter. Die Stärke der Folie beträgt 20 Mikrons. Die Unterlage aus thermoisolierendem Material ist 35 x 95 cm groß. Als optional ist auch eine Unterlage zu 95 x 95 cm erhältlich. Als Ersatzteil ist der Elektrowiderstand mit isolierendem dielektrischem Band erhältlich. Sie finden das Verpackungssystem Impact im Rinaldin-Katalog und im Website www.rinaldin.com.